Dach und herzlich willkommen. Wer mich kennt, weiß eventuell drei Dinge über mich. Ich ernähre mich vegan, bin also Pflanzenfreund, ich mag Zombiefilme und ich liebe heldenbasierte Team-Shooter. Einzig logische Konsequenz, ich spiele jetzt Plants vs. Zombies. Das Ganze ist ein Werbestream in Zusammenarbeit mit EA, mit dem wir seit der EA Play, also seit Zeiten der E3 zusammenarbeiten und noch ein Gameplay-Video veröffentlichen dürfen. Denn schon umziehen? Das wäre natürlich auch geil. Den Schnapper, Major Mice, Nachtfalling, das ist wahrscheinlich ein Assassin. Sonnenblume 1 und Rosie. Okay, wirft Shurikens, ist ja mal genau mein Style. Einmal nachladen. Q ist meine Schattenbombe. Okay, da sind dann meine Jungs nicht drin und Gegner können sich nicht bewegen. Und dann könnte ich theoretisch mit zwei reingehen. Jawollo, Alter. Und das hier ist einfach... Alles klar, da kann man sich theoretisch aus einer brenzligen Situation rausbewegen. Ich möchte gerne dieser Voice-Over-Artist sein. Da ist er! Jetzt geht's ab, Alter! Verteidige den Park. Okay, wir nehmen jetzt also erstmal den hier ein. Gut, also eins haben wir eingenommen. Oh, nee! Da hat es direkt den ersten von uns zerlegt. Dr. Apfelsaft, nimm das! Absolute Zernichtung. Weg! Vielleicht nicht von der Seite hier. Okay. Den kriegen wir kaputt. Den mache ich. Jawohl! Erster Kill! Und jetzt Kamikaze! Jawohl, Alter! Yes! You cannot escape! Hehe! Weggeninjat! Massiver Damage! Instant aus dem Leben genommen. Frodo klärt. I have been marshmallowed. Da hinten hebt einer auf. Nee! Du kleiner Wicht! Da ist der in letzter Sekunde da nochmal reingerannt. So, 1, 2, 3 Schüsse in den Kopf. Jawollo! Die Crit-Hits, die Crit-Hits! Oh, shit, was? Nicht aufgepasst. Frodo, der Wiederbeleber. So, und jetzt pass auf. Jetzt geht er wieder rum. Und zack, die 2! Dreifach-Kill, was los? Mach da noch einen vierten! Komm ran hier, Alter! Jawollo! Quadra-Kill! Schade! Oh! Alter! Weißt du was? Weißt du was? Pfirsichviertel. Ich spiel jetzt mal als Zombie. Kicke einen explosiven Wicht los, okay? Sprinte vorwärts. Und schütze deinen... Ja, das ist doch genau mein Style hier. Boom, Junge. Und der Wichtkick. Scheiße, Alter. Für einen Tank geht der aber ganz schön schnell down. Explosivwicht, tu dein Ding. Nee, das ist nicht... Das ist absolut... Das ist nicht mein Style. Vielleicht nehme ich doch wieder den Kleinen hier. Schade. Oh Gott, was? Ich weiß nicht, was meine E macht.
Ich weiß nicht, was irgendwas macht. Ja, ich möchte jetzt hier diesen Boy. Tada! Geil, Alter. Bereich eingenommen. Was auch immer das ist. Flank tot, macht alle tot, aber nicht den Typen hier in dem Riesenroboter. Vielleicht den hier auch nicht. Da, der Kleine, der Derek. Der Derek. Jawohl. Jawohl. Oh, what? Oh, my war. Oh, shin deru. Oh, das wird knapp, Leute, ich sag's euch. Servus! Oh, nee! Ja, und jetzt? Stehst du da oben. Und kannst nix. Nix kannst du! Ja, das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Die Unteransicht beim Rennen ist ja viel geiler. Oh, nee! 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 Kann ich jetzt nicht hier außen rumlaufen? Er ist halt legit one! Ich muss mir erstmal ganz kurz den Sniper da oben holen. Wie komme ich denn jetzt am Schloss hin? Oh! Gut, jetzt schwimmen wir vielleicht noch ein bisschen ums Objective rum und lassen die Leute kommen und finishen sie dann, wenn sie kurz vor low sind. Hier so. What? What? Ich bin in die Nuss reingerannt und dann dumm stehen geblieben. Das erklärt natürlich einiges. In meinem Charakter ist ja auch so, dass ich quasi, wenn es geht, durch mehrere Leute durchschieße, einfach weil ich so Armor-Piercing, also nicht Armor-Piercing, aber Gegner-Piercing geschossen habe. Da. Ah! Scheiße. Es ist vorbei. Mit meinem Tod habe ich verhindert, dass die Zombies die Ü-Wagen einnehmen. Endlich wieder gutes Fernsehen. Dein Team gewinnt. Da stand, dein Team gewinnt. Ihr könnt mir nichts anderes erzählen. Ich möchte eine Slow-Mo-Wiedergabe. Davon. Kamerabeweis. Oh, Junge, 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 Junge. Das war spaßig. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Das war Plants vs. Zombies. Beziehungsweise es war Frodo gegen den Rest der Welt. So hat es sich angefühlt. Hier bitte noch einmal kurz diesen Quad-Kill einfügen. Sag die 2! Dreifach-Kill, was los? Mach da noch einen vierten! Komm ran, hier, Alter! Jawollo! Falls ihr das jetzt spielen wollt, dann einfach mal ab in den Origin Shop. Da gibt's das ganze Ding für 30 Euro oder eben 14,99 monatlich, wenn ihr Origin EA Premier habt. Da ist das Ding nämlich drin. Da müssten dann noch alle DLCs vom Spiel drin sein. Ihr habt ja gesehen, was ich kann. Das ist ein ganz normaler Team-basierter, klassenbasierter, Hero-basierter Shooter mit verschiedenen Spielmodi. Es gibt Team Deathmatch, was jetzt nicht unbedingt jeder gespielt hat, weil aber, glaube ich, auch einfach Objective Gaming mehr Spaß macht. Du hast ja eh dann genug damit zu tun, die Leute abzuschießen. Wenn du dabei dann irgendwie noch einen Punkt hast, den du verteidigen musst oder irgendwie eine Payload hast, die du schieben musst, ist immer ein bisschen was lustiger. Alles klar, dann danke fürs Zuschauen und euch noch einen entspannten Tag. Küsschen gehen raus. Tschüss.